wunderschönen guten Morgen zu unseren heutigen Handelsideen im WTI, im IBEX und im US-Dollar Schweizer Franken. Das also die Mischung der Handelsideen für den Donnerstag und damit allen Live-Zuschauern hier auch ein herzliches Willkommen in unserer morgendlichen Besprechung. Worum es geht, genau im Detail, erfahren wir direkt nach dem Risikohinweis. Den bitte ich auch so, wie er hier steht, zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das die wichtigen Dinge hier im Risikohinweis. Schauen wir auf die Nachrichtenseite, nachdem gestern und vorgestern nicht so wahnsinnig viel war, was die Märkte stark bewegen konnte in den Indexbereichen. Die sind ja relativ, unbewegt an den entsprechenden Marken kleben geblieben, gab es dann gestern doch einiges an Bewegung im Ölpreis nach deutlich besseren Zahlen. Wir hatten hier einen leichten Zuwachs erwartet bekommen. Aber auf der anderen Seite war dann eine sehr, sehr starke Abnahme der Rohöllagerbestände. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Auf alle Fälle hat man das gesehen, der Ölpreis hat darauf sehr positiv reagiert. Wir blicken dann auch gleich einmal in den Chart hinein. Im heutigen Handelsverlauf, Sie sehen es von der Nachrichtenseite, gibt es nicht ganz so viel mit der höchsten Relevanz. Wir hatten heute Nacht Daten aus China hier, den Einkaufsmanager-Index. Ich schaue gerade mal in die Realtime-Kursversorgung bzw. Datenversorgung für die Nachrichten auch mit rein. Wir haben den Einkaufsmanager-Index aus China bekommen. Der war erwartet worden mit 49,5. Ergebnis war leicht runter von 49,2. Das war für das verarbeitende Gewerbe. Die Dienstleistungen waren erwartet mit 54,4, sind reingekommen mit 54,3. Das sind die Daten hier, also etwas schlechter als erwartet. Müssen wir mal sehen, wie die Nachrichtenlage hier, die Märkte hier bei uns in Europa und dann am Nachmittag in den USA entsprechend bewegt. Das wird sich dann zeigen. Was gibt es noch? Wir bekommen am Nachmittag aus den USA mit der höchsten Relevanz von 3 noch das Bruttoinlandsprodukt. Das Ganze hier um 14.30 Uhr, also auch vor Markteröffnung. Dann gibt es hier für uns in Deutschland noch das Thema Verbraucherpreisindex heute, auch am Nachmittag um 14 Uhr. Wir bekommen aus den USA um 14.30 Uhr das Bruttoinlandsprodukt und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und um 15.45 Uhr gibt es den Chicago Einkaufsmanager-Index. Das zu diesen Nachrichten. Und dann gibt es heute noch einige Reden seitens FOMC-Mitgliedern. Das kann auch den Markt immer mal ein bisschen in Bewegung, in Wallung bringen. Das wird sich zeigen, was wir daraus machen. Aber wichtige Nachrichten haben wir damit für den heutigen Handelstag selbstredend mit auf der Uhr. So, dann schauen wir mal rein in die Handelsideen für den heutigen Tag. Wir haben jetzt hier mal auf der Uhr das Währungspaar US-Dollar Schweizer Franken. Wir hatten dieses Währungspaar vor einer ganzen Weile schon mal mit Blick auf die Woche mit im Chart. Bei der Woche haben wir hier oben dieses Top momentan vom großen, also vom Trend aktuell laufend in der Woche. Das Top hier war bei 1,01282, das war der oberste Bereich. Und wenn wir das Ganze mal nach hinten ziehen, dann sehen wir hier, das ist auch ein Bereich, wo wir aus dem alten Trendverlauf nach hinten hin gesehen haben, auch einen Widerstandsbereich überschritten haben. Hier drüben hatten wir nämlich ein Korrekturhoch hier mit diesem Trend nach unten, der da unten lag. Da hat der Markt dann rumgedreht. Ob es jetzt natürlich an dieser Widerstandsmarke lag oder nicht, das spielt jetzt auch keine Rolle, das weiß man nicht genau. Aber es war halt ein Bereich, da ist der Markt runtergedreht. Und nun aktuell mit Blick auf Tag, deswegen komme ich hier mal von der Woche wieder in den Tag, da sehen wir halt auch sehr, sehr schön, dass der Tagestrend nach oben hin diesen Abwärtsschub hier definitiv auch rausgenommen hat. Hier, wo der blaue Balken liegt, wir gehen gleich wieder in den Tag zurück, haben wir halt ein Level auch gehabt, wo hier drüben die Preise mit Sicherheit ein Widerstandslevel gehabt haben, wo wir dann jetzt hier wirklich auch drüber gelaufen sind. Und das war ja auch der Bereich der Entstehung dieses Aufwärtstrends hier, der von seinem Hoch aus bei 1,00989 war hier Hochpunkt im Schweizer Franken. Das Ganze jetzt hier schwingt so langsam nach unten. Und dieser Bereich hier um die 0,99876, das ist ein Bereich, der findet momentan immer mal wieder ein bisschen Anklang. Wir haben es in den letzten Tagen aber auch immer wieder gesehen, der Markt geht wieder zurück. Das heißt hier, wir haben es gestern auch erneut gesehen,
der lief drunter und hat dann komplett wieder nach oben gekauft. Das ist jetzt ein Verhalten, so ein Testen dieser Marke. Und so ein Test kann natürlich immer in zwei Richtungen ausfallen. Zum einen, er kann bestanden werden, zum anderen, es bricht tatsächlich. Im Falle, dass der Markt das jetzt besteht, haben wir ein Umkehrmuster hier aus der Korrektur auf Tagesbasis. Das würde uns dann in die Situation bringen, dass wir davon ausgehen können, im Sinne einer Trendfortsetzung, dass wir nach oben laufen. Wichtige Marken wären dann hier einmal das, so der Bereich um die 1,00249 bzw. hier um die 1,006. Dann auf dem Weg nach oben hin zum aktuellen Trendhoch. Das Stück nach oben. Die Bereiche hier sind auch schöne Schwungbereiche, die man im Stundentrend sieht, wo der Markt oben reingelaufen ist und dann wieder nach unten rumgedreht hat. Das auf dieser Seite. Auf der anderen Seite laufen wir natürlich weiter drunter, unter dieses Tagestiefe. Dann setzt sich das Ganze selbstredend nach unten fort. Das heißt, diese Dynamik, die wir im Stundentrend sehen, da blicken wir auch gleich nochmal rein. Die sehen wir hier nach unten weiterhin, denn die Korrekturausweitung hat im Sinne dieses übergeordneten Aufwärtstrends hier, den ich mit Magenta markiert hatte, da kann er natürlich noch korrigieren. Bis hier runter 0,99, 0,54. Im Sinne dieses Aufwärtstrends kann die Korrektur hier halt noch ein Stück weit weiterlaufen. Umkehrsignale wären dann so zu deuten, dass wir wieder in die Oberrichtung gehen. Und damit schauen wir hier nochmal rein. Steffen, einen schönen guten Morgen in die Stunde bei dieser Währung. Und da sehen wir hier so ein bisschen Hickhack hin und her gelaufen. Aber das große Bild ist stimmig. Das Hickhack, das hin und her gelaufen, das ist hier diese längere Phase innerhalb dieses Bandes hier unten. Und das gilt es halt als Trader auch immer so ein bisschen auszumachen. Das heißt, man sieht das einfach hier als Korrekturbereich. Man hat hier drüben das letzte Korrekturhoch gehabt. Das zeichne ich hier einfach mal mit ein. Wir hatten hier den Lauf nach unten. Und dieser Bereich, diese Marke hier oben, da wollte der Markt nicht drüber. Er hat auch immer mal drüber gelugt, aber er hat es halt nicht geschafft, drüber zu laufen. Und gestern kam es dann halt dazu, dass wir nach unten gelaufen sind. Das heißt, Trendfortsetzung. Und das, was wir jetzt hier sehen, sieht halt wirklich so aus. Im kleinen Bereich, in den 5 Minuten, kann man das sowas auch sehr, sehr schön traden, solche leichten, weiten Schwünge. Jetzt würde ich persönlich hier nicht mehr reinspringen in die Short-Richtung, weil wir sind schon sehr, sehr weit gelaufen. Da würde ich erstmal abwarten, was der Markt wirklich hier unten macht. Aber das ist halt das Szenario. Wenn sich dieser Aufwärtstrend hier nach unten hin fortsetzt, dann sehen wir definitiv eher erst einmal eine Ausweitung der Korrektur, dann hat dieses blau markierte Level auch seine Relevanz verloren und damit sollten wir uns etwas weiter mit nach unten in den Märkten auch orientieren. Das wäre an dieser Seite auch sehr, sehr wichtig zu wissen, dass wir als Trader hier nicht unbedingt irgendwo kaufen, sondern nur dann, wenn wir hier auch klare Signale vom Markt bekommen. In der Stunde halt zu schauen, was passiert hier unten, läuft es weiter und wenn, dann hier den Stundentrend als Marker nehmen, um die Korrektur auf Tagesbasis weiter mit nach unten zu traden. Gut, das also zum Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Schauen wir mal auf die Indexseite, bevor wir uns ums WTI kümmern. Das WTI wahrscheinlich auch etwas, was vielen unter den Nägeln brennt. Wir schauen jetzt hier aber erst einmal in den Tageschart des spanischen Aktienindex, den IBEX oder IBEX, wie auch immer man es aussprechen möchte. Hier oben sind wir hier innerhalb dieses laufenden Aufwärtstrends, sind wir hier leicht drüber gedutzt. Das heißt, wir haben es halt hier gehabt, das Thema der Trendentstehung ist hier drüben gelaufen. Mit Verortung in den übergeordneten Bereich muss man einfach sagen, eine sehr interessante Stelle, wo wir momentan stehen, weil auch hier der Blick mal in die großen Schwünge der Woche oder hier im großen übergeordneten Bild, da sieht man halt sehr, sehr schön, wir sind hier im laufenden übergeordneten Abwärtstrend noch drinnen. Ja, der Bewegungstrend ist gebrochen worden, das sehen wir hier, als der Markt über diese Stelle hier oben drüber gelaufen ist, ist der Bewegungstrend definitiv rausgenommen worden. Das ist dieser hier, das hier ist der Bewegungstrend und hier ist das übergeordnete Bild und diese Marke hier oben, grob über den Daumen, bei 9.250, wir hatten hier das Peak bei 9.261, hier drüben am Hoch letzte Woche, nein, das war diese Woche, haben wir das Hoch hier gesehen bei 9.261. Das heißt, er hat direkt auf der Stelle kehrt umgenommen und korrigierte jetzt etwas nach unten. Aber wir sehen es auch hier, so richtig tief ist die Korrektur noch nicht gelaufen. Das gibt uns jetzt hier zwei verschiedene Annahmen. Das erste ist eine Annahme, dass wir seitwärts korrigieren und dann die Dynamik nach oben finden. Wenn das passiert, ist das ein gutes Stärkezeichen für diesen Markt auch. Das heißt, wir halten uns irgendwo in diesem Bereich hier oben und dann mit Dynamik nach oben raus brechen wir dieses Level. Also das heißt, gehen wir hier wirklich definitiv
oben drüber und stabilisieren uns drüber, dann können wir sagen, dass auch dieser große Abwärtsdruck hier rausgenommen wurde und dann können wir uns als Trader wieder mit nach oben orientieren. Wie schon gesagt, mit Blick auf die große übergeordnete Situation haben wir hier um den Bereich von 9.680 Punkten Anlauflevel, die wir definitiv nach oben hin mitnehmen können, wo wir dann weiter planen können. Ansonsten im kurzfristigeren Bereich, wenn wir hier eine Ausdehnung der Korrektur über die Unterseite bekommen, dann spielt natürlich hier diese Marke, dieses Tagestief vom Dienstag eine Relevanz, das haben wir hier unten um die 9.138 Punkte Marke, brechen wir darunter, setzt sich hier die Dynamik nach unten in der korrektiven Phase fort, heißt also hier nächster Anlaufpunkt, wenn das wegbricht, das Tagestief von vor zwei Tagen haben wir es hier, das Tagestief um die 9.092 Punkte und wir sehen es auch nach unten, ist dann einiges an Platz, an Korrektur, da kann man sich auch ein bisschen orientieren an dem Trendverlauf der Stunde, den blicken wir uns auch gleich nochmal an, weil wenn die Korrektur hier im Kleinen gehandelt wird, ist das natürlich wichtig, heißt also, wenn sich das Bild hier nach unten hin fortsetzt, dann schauen wir einfach mal, was gibt es denn im vorhergehenden Aufwärtstrend hier, dieser Schub nach oben, das ist natürlich der Trend, den wir hier in der Stunde sehen, das ist das, was die Stunde im Tag abgebildet hat, was die Tageskerzen dann sehen und da haben wir hier natürlich Anlaufpunkte, das heißt, wir haben jetzt, wenn wir uns diesen Trendverlauf mal anschauen, ich skizziere das hier gleich mal rein, wir haben hier selbstredend dann die Bewegungen und die Korrekturen, die diesen ganzen Trend auch ausmachen und da können wir natürlich immer wieder gute Marken sehen, an welchen Stellen denn möglicherweise andere Händler aktiv werden und das ist dann für unsere Planung natürlich sehr, sehr schön, heißt also hier, der ganze Spaß hier in der Stunde. Hier gab es ein bisschen hin und her Gezappel in diesem Bereich auch. Also auch hier nicht immer alles wie auf Schienen laufend, aber wir sehen wichtige Bereiche. Das heißt, wir sehen hier ein Korrekturtief, wir sehen hier an dieser Stelle eine Fortsetzung und das, was wir dann hier sehen, sind neben diesen beiden Anlaufpunkten, die ich oben schon genannt habe, hier dann dieses Ausbruchslevel. Möglicherweise testet man das an oder aber hier unten dann um diesen Bereich des Korrekturtiefs. Das wären dann zwei Anlaufpunkte auf der Unterseite. Das heißt hier, ich zeichne die Supports gleich mal als Support auch mit ein. Das ist ein Kontext korrekt bleibt. Da zeige ich die Marken dann auch gleich noch rein und damit haben wir eine gute Planung, wo im kurzfristigen Bereich bei einer doch einsetzenden Korrekturpotenzial ist ja mittlerweile auch vorhanden. Wir sehen ja, dass die Märkte nicht einfach so nach oben läuft. Da haben wir halt hier drüben die Bereiche identifiziert im Stundenchart hier über den Daumen 9.036 Punkte und hier unten an diesem Tief bei ungefähr 8.916. Das mal so die Marken mit Blick hier hinein in den Stundenchart. Das Ganze in Kombination mit der Verortung im Tageschart zur Unterseite. Und wie schon gesagt, wenn es nach oben geht, dann bekommen wir das auch relativ zügig mitgeteilt von den untergeordneten Zeiteinheiten. Und dann können wir schön den Weg nach oben hier mit beschreiten. Das zum spanischen Aktienindex und damit zurück zum WTI. Beim WTI, der hat ja vor ein paar Tagen nach dem Tweet von Donald Trump, dass er sich ein bisschen beschwert hat, dass die Ölpreise so hoch sind, ist der Markt ja mal eben um gute 3% eingebrochen. Das heißt hier mit Blick auf den Trendverlauf, den wir hier liegen haben, ist er in die Korrektur gegangen. Jetzt die letzten beiden Tage ist er nach oben gelaufen. Gestern gab es gute Nachrichten vom Ölsektor. Ich hatte es bereits gesagt, es war ungefähr, jetzt muss ich mal kurz schauen, wir hatten 2,4 als Zuwachs, glaube ich, was die Prognose gewesen ist und es war ein Rückgang von 8 Millionen Barrel, die wir hier gesehen hatten. Also das, muss ich wirklich sagen, war doch eine Hausnummer und wenn sich das bestätigt, könnte das Bild hier im WTI weiter nach oben mit bewegen. Das von der Nachrichtenseite her. Schauen wir mal, was der Markt hier technisch daraus macht. Wie schon gesagt, wir haben es gestern gesehen, der Schwung ging schön nach oben hier mit rein und jetzt müssen wir halt einfach mal abwarten, was hier passiert. Weil Nummer eins, wir sehen es ja hier auch, der Aufwärtstrend ist erstmal durch diesen starken Schub nach unten mit gebrochen worden. Jetzt gab es die Gegenbewegung und jetzt wird sich halt entscheiden, ob wir hier nochmal weitere Schwünge nach unten mitbekommen im Sinne der Korrektur. Dann müssen wir uns natürlich am Tagestief von gestern orientieren. Da hänge ich auch gleich mal noch ein kleines Preisschild dran. Und zwar hier unten, da ungefähr das Tagestief von gestern bei 55,40 in etwa war das gestern gewesen. Dann haben wir hier noch das Tagestief von vorgestern, das sind die 54,70, die wir haben. Das wäre dann die Ausweitung nach unten und wenn das dann weiterläuft, hier ist drüben sehen wir es, das ist mal der Trendverlauf der Stunde. Das wären dann weitere Anlaufpunkte hier unten um die 53 Dollar, bevor wir dann hier unten den Support am Trendtief um die 51,14 mit haben. Das heißt, hier ist das Ganze
noch nicht genau entschieden, wo es weitergeht. Wenn der Markt nach oben läuft, dann haben wir selbstredend das Potenzial, über diesen Widerstand hier bei 57,91 reinzulaufen, beziehungsweise diesen Trend hier erstmal fortzusetzen über das aktuelle Trendhoch bei 57,42. Und dann haben wir nach oben hin schon den nächsten Anlaufpunkt. Hier oben ist ein Hoch an der Tageskerze bei 59,30. Also das hier der Blick nach oben. Und das können wir uns mal kurz anschauen noch im Stundenchart. Wir sehen hier im Stundenchart schön diesen Aufwärtstrend, der nach oben läuft. Der ist gerade die letzte Bewegung in seiner Korrektur. Und hier wird sich dann halt entscheiden, ob wir runter oder hochlaufen. Mit Blick auf diesen Trendverlauf hier, auf dieses Kleine, was wir hier haben, würde halt eine Unterschreitung dieser Marke hier unten das bedeuten, dass wir erst einmal wieder etwas tiefere Preise sehen, zumindest im kurzfristigen Bereich hier unten. Also wenn wir hier unten drunter fallen, dann wäre das hier der kurzfristige Bereich, der dann erst einmal ein Stück weit nach unten wieder führen würde. Und wenn wir uns das Ganze hier mal noch anschauen, wir sehen es halt hier, ist der Markt halt leicht runtergeschwungen. Da gab es diese massive Dynamik nach unten, aber wir sehen hier noch den kurzen Schwung. Also sagen wir mal aus rein technischer Sicht nach Trendtechnik hatten wir hier das Trend hoch, dann hatten wir hier unten nochmal ein leichteres Trendtief. Das sind halt nur Relevanzen. Es kommt darauf an, wie scharf man den Markt lesen möchte. Aber Fakt ist eins, dass wir hier einen Aufwärtstrend haben, der uns momentan eher nach oben begleitet, wenn er sich nach oben hin fortsetzt. Hier unten die Marke von 56 ist wichtig. Wenn wir da drunter laufen, dann sind die Tendenzen eher wieder abwärts gerichtet. Ansonsten, wenn es weiter hochläuft, haben wir die Chancen, hier über diese Hochs von gestern drüber zu laufen und dann das Trendhoch mit in Angriff zu nehmen. Das zum WTI an dieser Stelle. Damit hier ein großes Dankeschön wieder an Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer. Fragen habe ich jetzt hier nicht bekommen. Das heißt, wir hören und sehen uns, beziehungsweise sehen tun wir uns ja über GoToWebinar nicht, aber wir hören uns morgen und blicken gemeinsam in die Charts wieder um 8.30 Uhr und in der nächsten Woche auch all diejenigen, die das Ganze dann über den Livestream auf Facebook mitgehen. Nächste Woche sollte die Technik wieder funktionieren, dass wir das Doppelstreaming machen können. Und da können wir hier alle zur gleichen Zeit live in die Charts schauen lassen. Also allen einen schönen Tag und ganz, ganz liebe Grüße von mir an Sie. Tschüss.